Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob es ein Let's Play wird. Ich wollte euch das Spiel aber auf keinen Fall vorenthalten, weil die Bilder sahen doch sehr süß aus, nämlich dem Spiel Garden Bridge Live. Ich weiß noch nicht allzu viel darüber. Ich weiß nur, es ist ein richtig, richtig schönes, cozy Game. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie man das Spiel spielen wird. Deswegen gehe ich einfach mal in ein neues Spiel rein und zack, da sind wir auch schon. Oder wir werden es zumindest mal. Direkt erstmal die. Was ist ein Blush-Farbe? Moment. Ach, Blush. Ach so. Die meinen wirklich Blush mit Blush. Okay. Ich war irgendwie noch beim Englisch gerade. Ich weiß auch nicht warum. Die Hautfarbe ist soweit okay. Ja, sieht da wie normal aus. Blushfarbe lasse ich jetzt mal so. Dann die Augenfarbe. Ist immer so ein bisschen blöd, weil meine Augenfarbe ist halt braun. Und wenn ich dann irgendwo was habe, wo ich kein Braun drin habe. Ach du Schande. Okay. Also wir können uns braun machen. Das finde ich sehr schön. Oder zumindest sowas ähnliches. Aber was zur Hölle? Ich dachte jetzt mit erste Farbe und zweite Farbe, dass das links und rechts sind. Es gibt ja so ein paar Menschen, die wohl unterschiedliche Augenfarben haben sollen. Aber, also das sieht ja jetzt richtig seltsam aus. Vor allen Dingen, ich will ja gar keinen anderen Farbton hier haben im zweiten. Wie soll ich das denn dann einstellen? Jetzt ist das eher so Richtung Rot. Das ist ja doof. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich jetzt nicht so schön, dass es zwei verschiedene. Oh Gott, es gibt noch eine dritte Farbe. Okay. Kriegen wir das irgendwie in Dunkel? Mit das zumindest so ansah. Oh, das ist gut. Moment. Das sind also diese komischen Pigmentstörungen da im Auge. Ich finde es aber wirklich schade, dass man das nicht rausmachen kann. Eigentlich müssten wir das dann relativ hell einstellen. Weiß ist natürlich schlecht, das sieht man. Braun kann man leider nicht so richtig einstellen. Das sieht alles irgendwie scheiße aus. Ich will sowas nicht. Ich will ganz normale Augenfarbe in Braun, Mann. Ja, ich mach's mal so. Es sieht scheiße aus, bin ich ganz ehrlich, weil das sieht so, als ob ich blutunterlaufene Augen habe irgendwie. Aber wir lassen es jetzt mal so. Augenbrauen. Ja, gut. Eigentlich müssten die ja mitgefärbt werden, dann auch mit Lila, ne? Wimpern gibt es leider nur die zwei. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht, ob das Spiel noch Early Access ist. Wimpern schwarz ist auf jeden Fall klar. Oh, sieht. Also ohne Wimpern sieht es irgendwie komisch aus. Aber mit Wimpern sieht es auch irgendwie komisch aus. Wir lassen es mal so. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich erstelle mir jetzt hier einen kleinen Alien. Machen wir so einen Luna-Verschnitt? Das sieht man gar nicht, ne? Ach, das ist, weil es so hell ist. Ach. Ah, ja, jetzt sieht man das. Die Frage ist, ich meine, wir sind ja eine Hexe. Also ist es ja eigentlich auch nicht schlecht, wenn wir sozusagen so ein Hexenmal haben. Die Frage ist, machen wir das in Schwarz oder machen wir das tatsächlich in so einen Lila-Ton? Wir können das ja eigentlich auch in so einen Lila-Ton machen, ne? Ja, Bart dazu würde jetzt. Moment, ich will mal wissen, wie der aus. Das sieht nicht schlecht aus, aber das erinnert mich tatsächlich an die Zwerge. Weil der Epi und ich, wir sind gerade aktuell noch an einem Let's Play dran, aber da er nicht so viel Zeit hat, wollen wir das ein bisschen später erst rausbringen. Ah, das sieht gar nicht so schlecht aus. Was ist denn das? Das ist ja, aber das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, finde ich. Das sieht so ein bisschen japanisch aus, das ist auch nicht schlecht. Oh mein Gott, ist das niedlich!
Oh, aber was mir nicht gefällt, ist halt, da sind die Haare dann plötzlich weg, ne? Wie wär's denn? Oh, wir haben ja jetzt Strümpfe an oder haben wir jetzt blaue Beine? Ich hoffe, das sind jetzt Strümpfe. Da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Oh Gott, nee, in Unterwäsche will ich nicht rumlaufen. Ich finde das Oberteil aber eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Oder das ist auch ganz süß. Aber wir können die Farbe nicht verändern, ne? Sieht nicht so aus. Der Rock ist, also den finde ich persönlich eigentlich ziemlich cool. Der passt aber jetzt halt nicht. Oh, jetzt habe ich das andere Oberteil genommen. Moment. Der passt jetzt aber nicht zu dem so richtig, was ich jetzt anhabe. Aber so für eine Hexe ist der eigentlich ganz cool. Deswegen. Oder einfach eine schwarze Hose. Sieht aus wie so Pampers, irgendwie finde ich. Es ist eine Gartenhexe. Ich meine, das wird natürlich auch nicht so schlecht aussehen. Jetzt hat er mir das andere wieder rausgeworfen hier, ne? Also, am besten gefällt mir der Rock, aber so wie er hier ist in Schwarz und nicht so wie er hier ist mit diesen komischen Braun, das ist das Problem. Und hier ist er auch mit diesen komischen Braun, obwohl der eigentlich schwarz in der Vorgabe ist. Deswegen weiß ich jetzt nicht so genau. Das Oberteil finde ich aber, wie gesagt, trotzdem eigentlich ganz süß. Die Hose hier fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Rosa, rosa Socken, ich weiß nicht, oder gar keine Socken. Dann hat man, ja, ich glaube, das sieht besser aus, oder? Ohne Socken komplett. Man hat leider keine Stiefelchen, schade. Man hätte offene Schuhe, das passt natürlich zum Garten, das sieht ganz süß aus. Ach, hier geht's noch weiter. Ja, das wären jetzt eher so Stiefel, aber es sieht eher aus wie Hausschluppen, so. Also, ich weiß nicht, ob ich irgendwann fliegen muss. Das würde dann vielleicht ein bisschen komisch aussehen, wenn ich mit den Schuhen hier rumlaufe und dann irgendwann fliege. Deswegen, andererseits sind die eigentlich ganz cool so. Also besser als die anderen, die man so anziehen kann. Ja, die haben halt keine schöne Farbe. Ansonsten würden. Aber wo sind meine Zehen eigentlich? Das fällt mir jetzt gerade so auf. Ich würde. Wir laufen einfach so im Flodders-Look rum. Machen wir es einfach so. Genau. Und dann gucken wir mal wegen der Frisur. Ich habe ja immer so ein Faible für lange Haare. Ich muss einen Charakter mit langen Haaren haben. Ansonsten habe ich die ganze Zeit also schlechte Laune, weil ich keinen Charakter mit langen Haaren habe. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wobei, ah ja, doch, die Haarfarbe kann man noch ändern. Sehr gut. Was ist das? Das ist so komisch. Okay. Das war, glaube ich, Standardfrisur hier, ne? Das ist eigentlich langes Haar nach oben gemacht. Okay, also das einzige wirklich lange Haar, was aber leider auch nur schulterlang ist, ist das hier. Da würde ich mir wirklich noch ein bisschen Vielfalt rein wünschen. Bin ich ganz ehrlich. Weil ich brauch meine lange Haarfrisur. Es ist halt so, es tut mir leid. So, schauen wir mal. Machen wir das mal ein bisschen dunkel. Wieso haben wir das so eklig gelb hier, als ob da Schimmel drin ist? Sieht ein bisschen komisch aus. Was ist denn das? Ist das die Farbe hier, oder? Können wir die anpassen, dass das ungefähr aussieht wie das andere? Nicht wirklich. Oder man kann es dunkler machen. Ah, so. Ja, so. So sieht es gut. Also gut nicht, aber so sieht es auf jeden Fall schon mal besser aus. Eigentlich habe ich ja mehr so lilanes Haar normalerweise, wenn ich die gefärbt habe, was ich halt, wie gesagt, auch schon lange nicht mehr hatte. Weil meine Haare leider, leider sehr kaputt sind. Als Hexe nehmen wir einen Hut oder einen Sonnenblumenhut. Den finde ich auch sehr cool. Oder Öhrchen. Öhrchen sehen auch ganz süß aus. Was ist das denn? Ach du Schande. Okay. Ja. Ich bin hier von Harry Potter, diese komischen Tiere. Nee, ich nehm mal einen Hexenhut. Ich bin ja eine waschechte Hexe. Und nehmen wir die oder die. Haben wir die auf beiden Seiten? Man sieht das auf der einen Seite gar nicht so. Dann würde ich sagen, die, oder? Keine Ahnung. Die sind irgendwo hinten im Haar. Die sind nicht an meinem Ohr, glaube ich. Aber die nehmen wir mal. Ist okay. Die nehmen wir. Dürfen wir auch den Namen auswählen? Anscheinend nicht.
Ah, ich bin echt gespannt. Neuer Nachrichtenentwurf. Hey Mama, ich komme nach Hause. Entwurf gelöscht. Och, die sieht so traurig aus. Hey Mama, ich bin auf dem Weg nach Hause. Entwurf gelöscht. Hey Mama, ich werde dich besuchen. Entwurf gelöscht. Gleich sind wir da, bevor sie irgendwas geschrieben hat. Ah, ich kann das nicht. Wir werden in Kürze auf der Mondblumeninsel ankommen. Das Schiff wird dort eine Stunde lang halten. Dies ist der letzte Halt, bevor wir unseren Nachttransit nach Sorville beginnen. Kommen Sie pünktlich zurück. Das Schiff wird nicht auf Sie warten. Wobei das eher wie ein Flugzeug aussieht, oder nicht? Ich kann nicht nach Hause gehen. Ich muss jetzt aussteigen. Okay, wo ist sie? Ist das ihr Zuhause hier oder ist der letzte Halt ihr Zuhause? Aber so wie sie jetzt gerade hier guckt, würde ich sagen, das ist wohl ihr Zuhause. Übrigens, wie immer natürlich die Musik aus lizenzrechtlichen Gründen aus, aber ich habe mal reingehört. Also es ist eine sehr, sehr schöne, gemütliche Musik. Können wir hier? Nee, können wir auch nicht mehr zurück, okay. Ja, ich habe schon alles gemacht. Mit Schauen, Magikauf. Können wir da Magika kaufen oder was? Verkaufen können wir, aber Inventar. Gut, ich habe natürlich nichts. Laufen können wir auch. Oh, Hallöchen. Bist du ein Kaktus? Oh, hallo. Willkommen in sukkulenten Backstübchen. Hallo. Kann ich dir einen kleinen Stimmungsaufheller anbieten? Ich habe frisch gebackene Mondcupcakes, Sonnencupcakes und Sternencupcakes im Angebot. Wenn du den Nervenkitzel der Nacht magst, ist der Mondcupcake deine beste Wahl. Wenn du dich in den wärmenden Strahlen der Sonne wohlfühlst, dann ist der Sonnencupcake genau das Richtige für dich. Und wenn sowohl Tag als auch Nacht dich ansprechen, dann könntest du den Sternencupcake probieren. Also ich finde den Mond schöner, aber die Sonne mag ich natürlich mehr, weil sie mir halt mehr Wärme gibt, so auf dem Körper und so, ne, auf der Haut. Also eigentlich beides. Ich finde den Mond optisch schöner, aber ich weiß jetzt nicht, ob das irgendeine Auswirkung auf mein Spiel hat. Deswegen würde ich sagen, nimm mir den Sternen-Cupcake. Super Wahl. Und vielleicht etwas zu trinken. Heiße Schokolade auf keinen Fall. Grünen Tee mag ich sehr gerne. Es gab einen, da hätte ich mich reinsetzen können. Das war nämlich der, den wir immer nach dem Tai Chi bekommen haben. Der war mega lecker. Ich muss aber gestehen, ich bin neuerdings wieder der Koffeintyp. Das hat einfach mit den Zeiten auf YouTube und so weiter zu tun. Kommt sofort. Oh. Also, du studierst diesen Cupcake ziemlich genau, hm? Hast du deine Meinung geändert? Ich kann dir gerne was anderes bringen. Nein, nein, das ist es nicht. Ich warte nur darauf, dass das Getränk ein bisschen abkühlt. Ich verstehe. Weißt du, ich glaube nicht, dass es noch weiter abkühlen kann. Ich könnte es für dich in den Kühlschrank stellen. Möchtest du über das, was dich so beschäftigt, reden? Oh, ist es so offensichtlich? Ah, ist schon okay. Ich will dir nicht zur Last fallen. Das stört mich überhaupt nicht. Ich führe einfach nur ein Gespräch mit einer sehr interessanten Person. Die ist irgendwie so niedlich. Ich weiß auch nicht.
Es gibt nichts Interessantes an mir. Ich habe nicht einmal mehr einen Job. Oh, was ist passiert? Hast du gekündigt, um neue Abenteuer zu erleben? Nein, die Abteilung musste Kürzungen vornehmen. Ich gehörte zu den unglücklichen 50%, die entlassen wurden. Hm, das kenne ich. Ich war die Letzte, die reingekommen ist damals in den Job und bin dann die Erste gewesen, die mitgekündigt worden ist. Allerdings mit mir auch noch mal 20 Leute oder so, glaube ich, insgesamt. Wow, das sind ganz schön viele Leute. Ich gehe davon aus, dass nicht alle von Ihnen große Fehler gemacht haben. Nein, nein. Wir haben einen tollen Job gemacht. Und ich dachte, ich würde auch einen guten Job machen. Ich bin vor kurzem befördert worden. Aber solche Dinge passieren ziemlich oft. Ich habe gehört, dass es dem Unternehmen eher darum geht, Wege zu finden, Geld einzusparen oder so. Vielleicht, wenn ich mich ein bisschen mehr angestrengt hätte, wäre das alles nicht passiert. Warum versage ich so sehr? Ach, das ist ja wohl Quatsch. Hast du nicht gerade gesagt, dass jeder sein Bestes gegeben hat? Und dass du vor den Entlassungen befördert wurdest? Ich glaube nicht, dass härteres Arbeiten etwas geändert hätte. So wie ich das sehe, haben sie dich im Stich gelassen und nicht andersherum. Gib dir nicht die Schuld für das, was andere tun. Ja, du hast recht. Aber ich habe immer noch keinen Job. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann nicht mehr zurück in die Wohnung meiner Eltern ziehen. Sie könnte wahrscheinlich schon, aber sie möchte es nicht, was man ja nachvollziehen kann irgendwo. Ein Schritt nach dem anderen. Zuerst musst du etwas essen und tief durchatmen. Mit leeren Magen kannst du schließlich keine großen Entscheidungen treffen. Danke, du bist echt lieb. Mit dir zu reden hat mir sehr geholfen. Also gut. Ich denke, wenn ich meinen Cupcake aufgegessen habe, werde ich mich auf die Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit machen. Gibt es hier ein Gasthaus? Nein, aber du kannst eine Zeit lang hierbleiben. Ich habe oben eine große und sehr bequeme Couch. Aber du hast mir schon so viel geholfen. Ich kann mich dir doch nicht weiter aufdrängen. Das ist keine große Sache. Du brauchst einen Platz zum Bleiben und ich habe einen Platz. Ich bin sowieso die meiste Zeit im Backstübchen. Danke. Ich bin mir sicher, dass ich dir auch irgendwie aushelfen kann. Oh, die ist so süß. Beide sind irgendwie süß. Sowohl wir als auch die andere irgendwie. Hm. Guten Morgen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ja, du hast nicht übertrieben. Deine Couch ist wirklich gemütlich. Was machst du so? Kann ich dir helfen? Ich bereite das heutige Special vor, der Neumondkuchen des Neuanfangs. Das gemeinsame Backen wird ein Spaß. Das klingt super. Nur das Ding ist, ich habe noch nie einen Kuchen gebacken. Ah, keine Sorge. Ich bin bei dir, das wird schon. Wenn du das sagst, haha. Okay, zuerst brauchen wir die Zutaten. Das ist wirklich alles auf rosa. Das ist so ein richtig typisches Cozy-Game irgendwie. Aber für Mädchen, so wie es aussieht. Also so richtig schön, weiß ich nicht. Im Kühlschrank findest du Eier, Butter und Milch. Mehl und Zucker sind in der Speisekammer. Kannst du sie bitte für mich holen? Klar. Also Kühlschrank und Speisekammer. Plopp. Ei, Milch, Mehl, Zucker, Butter. So, was ist das? Milch? Kann man das nicht... Ne, kann man auch nicht per Rechtsklick oder Doppelklick oder so. Okay, also Butter, Milch, Ei. Was war das noch? Ei, Milch, Mehl. Das ist der Mixer. Was ist denn das? Das ist die Speisekammer, die Vorratskammer, ne? Zucker und Mehl. Machen wir jetzt Pudding oder was? Ich dachte, wir machen jetzt einen Kuchen. Super! Jetzt gehen wir zu meinem kleinen Küchenhelfer und mischen alles zusammen. Okay. Ich würde aber gerne... Nee, dann öffnen wir nur das. Alter! Bin ich ein Mönch?
Manchmal mag ich Bugs ja, aber wenn dadurch meine Haare weg sind und ich keine Haare mehr habe und eine Glatze habe, dann mag ich die aber nicht. Okay, Kuchenteig. So, wir müssen alles reinmachen, nehme ich mal an. Zack. War jetzt nicht besonders schwer. Habe ich doch gerade. Hä? Muss ich hier wieder raus? Hallo? Hallo? Muss ich warten? Die klackern hier so komisch, aber keiner sagt hier was, deswegen. Hallo? Können wir jetzt irgendwas machen? Backe den Kuchen. Ach, das soll ein Ofen gewesen sein. Also, das ist niedlich gemacht, aber ich... was ist jetzt los? Wieso gucke ich nach oben? Aber ich erkenne natürlich noch nicht alles. Das wäre dann das Rezept. Habe ich den Kuchen jetzt schon im Achso, den habe ich da unten. Also den Teig, nicht den Kuchen. Wo ist denn? Da. Backofen. Zack. Mach es. Der war jetzt schnell fertig. Okay. Wow, nicht schlecht. Bist du sicher, dass du noch nie gebacken hast? Du kannst das wirklich gut. Danke, ich hatte keine Ahnung, dass es Spaß machen kann, sein eigenes Essen zuzubereiten. In der Stadt kaufen wir es normalerweise einfach. Um ehrlich zu sein, fühlt sich das Backen wie Alchemie an. Upsa. Oh, du hattest also Erfahrung mit Alchemie? Nun, das war tatsächlich mein Job. Ich verstehe. Willst du also deinen alchemistischen Weg fortsetzen? Ich bin mir nicht sicher. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was ich will. Mein ganzes Leben lang habe ich immer nur das getan, was mir gesagt wurde. Ich hatte nie wirklich die Zeit, darüber nachzudenken, was es darüber hinaus noch an Möglichkeiten gibt. Ich verstehe. Verstehe. Oh Mann. Ah. Tut mir leid, ich habe gerade Schluck auf. Ich habe eine Idee. Hey, ich muss ganz schnell etwas nachschauen, okay? Ich bin gleich wieder da. Ist mir nicht alles Gebäck weg, während ich unterwegs bin. Haha. Davon wollte ich ein Bild machen. Das soll mein Coverbild werden. Hey, ich bin wieder da. Und ich habe eine Überraschung für dich. Ich hoffe, du hast Lust auf einen kleinen Spaziergang. Tada! Warum stehen wir vor einem riesigen Baum? Nein, einem Baumhaus. Und warum heiße ich immer noch Player? Warum konnte ich nirgendwo meinen Namen eingeben? Es ist ein magischer Ort und er steht schon seit Ewigkeiten hier. Warte, willst du damit sagen, es gehört jetzt dir? Aber wer trifft diese Entscheidung? Na, du natürlich. Haha. Hier gibt es sonst niemanden, der das entscheiden könnte. Das Haus stand schon leer, bevor es das Dörfchen überhaupt gab. Und niemand sonst wollte hier leben? Nun, es ist abseits vom Netz. Was ich sehr geil finde, es sei denn natürlich, dass man nicht ins Internet kommt, dann könnte ich ja auch keine Videos mehr machen. Es gibt also keinen Strom. Oha, okay. Kein Maginet und die Wasserversorgung ist eher rustikal. Und aus irgendeinem Grund können die Lieferdrohnen von Magica auf diesen Ort nicht erreichen. Ich habe gehört, dass es eine magische Aura gibt, die sie fernhält, aber das sind nur Geschichten. Ja, ich weiß, dass es nicht im besten Zustand ist, aber ich nehm's! Es ist perfekt. Also gut, Player. Ich heiße nicht Player. Ich heiße Gameplayerin. Ja, das ist so ähnlich. Aber ich könnte ja keinen Namen eingeben. Gestern ist meine Welt untergegangen. Heute fangen wir neu an. Oha. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen
meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!